Hallo, bevor du das Video startest, abonniere bitte meinen Kanal. Es war einmal tief unten im Meer eine junge Meerjungfrau namens Ariel. Sie war die jüngste Tochter des Meereskönigs und lebte in einem prächtigen Palast aus Korallen und Muscheln. Obwohl Ariel ihr Unterwasserreich liebte, träumte sie oft von einem Leben an Land. Sie war fasziniert von der Menschenwelt, sammelte Schätze, die auf dem Meeresgrund gesunken waren, und fragte ihre Schwestern nach den Geheimnissen des Lebens auf der Erde. Eines Tages, als Ariel an die Oberfläche schwamm, sah sie ein großes Schiff vorbeifahren. An Bord war ein junger Prinz, der mit seiner Crew lachte und feierte. Ariel konnte ihren Blick nicht von ihm abwenden. Doch plötzlich zogen dunkle Wolken auf und ein heftiger Sturm brach los. Das Schiff wurde von den mächtigen Wellen hin und her geworfen und begann zu sinken. Ohne zu zögern tauchte Ariel in das Chaos, um den Prinzen zu retten. Sie fand ihn bewusstlos im Wasser und brachte ihn sicher ans Ufer. Als die Sonne aufging, legte Ariel den Prinzen sanft auf den Sand. Sie wachte über ihn, ihr Herz erfüllt von Neugier und Bewunderung. Doch bevor der Prinz die Augen öffnen konnte, hörte Ariel Stimmen und musste schnell ins Meer zurückkehren, wo sie sich hinter Felsen versteckte. Der Prinz wurde von Menschen aus einem nahegelegenen Königreich gefunden, doch er erinnerte sich nur vage an eine wunderschöne Stimme, die ihm im Traum vorgesungen hatte. Ariel konnte den Prinzen nicht vergessen und sehnte sich danach, ihn wiederzusehen. Sie suchte die Meereshexe auf, eine mächtige Zauberin, die in den dunkelsten Tiefen des Ozeans lebte. Die Meereshexe bot Ariel einen Trank an, der ihr Beine schenken würde, damit sie an Land leben konnte. Doch im Gegenzug musste Ariel ihre Stimme opfern. Verzweifelt stimmte Ariel zu und trank den Trank. Als Ariel am Ufer aufwachte, hatte sie Beine, aber sie konnte nicht mehr sprechen. Der Prinz fand sie und war von ihrer Schönheit und Freundlichkeit fasziniert. Obwohl sie stumm war, verbrachten sie viele glückliche Tage zusammen. Doch der Prinz suchte weiterhin nach dem Mädchen mit der schönen Stimme, das ihn gerettet hatte, ohne zu wissen, dass es Ariel war. Die Zeit verging und Arielles Frist lief ab. Wenn der Prinz sie nicht liebte und heiratete, bevor die Sonne am dritten Tag unterging, würde Ariel für immer ins Meer zurückkehren. Gerade als alles verloren schien, erkannte der Prinz, dass er sich in das stille, geheimnisvolle Mädchen verliebt hatte, das immer an seiner Seite gewesen war. Er gestand Ariel seine Liebe, und sie heirateten in einer großen Feier. Der Fluch der Meereshexe war gebrochen, und Ariel bekam ihre Stimme zurück. Sie erzählte dem Prinzen die ganze Wahrheit, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, sowohl an Land als auch im Meer.